Überlass die Toten den Toten. Du weißt, das hat jemand vor langer Zeit gesagt. Es hat Fälle gegeben, weißt du, in denen jemand gestorben ist. Diese Dinge bewegen sich in den ersten Tagen nach dem Tod von selbst hin und her. In the immediate few days after the person is dead. Solange du nicht hinreichend etabliert bist und über ein gewisses Maß an Fähigkeiten verfügst, solltest du nicht in diese Richtung schauen. What you should do is, was du tun solltest, ist, you stop relating. Du hörst auf, dich mit den Toten zu verbinden. Und das ist eine Sache, die du verstehen musst. Jemand ist deine Großmutter, deine Mutter, dein Vater, wer auch immer sie für dich sind. Was auch immer sie für dich gewesen sein mögen, wie lieb sie dir auch gewesen sein mögen, wie nah und vertraut sie dir gewesen sein mögen, in dem Moment, in dem sie ihren Körper ablegen, ihre allgemeine Gesinnung, Intellekt und Emotionen, ist deine Angelegenheit mit ihnen beendet. Sie haben alle jene Dinge hier gelassen, richtig? Ja. All jene Dinge haben sie hier gelassen. Alles, was du über sie wusstest, ist vorbei. Ein anderer Typ ist noch da, aber du hattest nie eine Beziehung zu diesem Typ. Deine Beziehung ist mit den anderen Aspekten. All diese Aspekte wurden abgelegt, als diese Person gestorben ist. Das Einzige, was du tust, wenn jemand stirbt, ist, die schönen Momente, die du mit ihnen hattest, in Ehren zu halten. Das ist alles. Wenn es etwas Schönes gab, dann schätzt du das, andernfalls vergisst du sie einfach. Versuche nicht, deine Schuld und deine Probleme mit den Toten zu verarbeiten. Es kann einfach sehr kompliziert werden. Es kann sehr, sehr kompliziert werden. Überlass die Toten den Toten. Du weißt, das hat mal jemand vor langer Zeit gesagt. Du musst die Toten den Toten überlassen. Du hast nichts mit ihnen zu tun. Es sei denn, du bist auf einer gewissen Ebene der Beherrschung deines eigenen, was auch immer. Du solltest nicht einmal in diese Richtung schauen, denn du könntest dich in deinem Leben völlig verausgaben, indem du versuchst, etwas Dummes zu tun. Es mag also Tendenzen geben, die Menschen dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun, aber das hat nichts zu bedeuten, das hat einfach nichts zu bedeuten. Jemand, der keinen Körper hat, hat auch nichts mit Essen oder Kleidung oder sonst etwas zu tun, nicht wahr? Nur wenn du einen Körper hast, musst du für Nahrung und Kleidung sorgen. Sobald du deinen Körper verloren hast, was hast du dann noch mit Essen und Kleidung zu tun? Es ist so, wenn so viele Emotionen zusammenkommen, werden so viele Dinge in dir und außerhalb von dir passieren. Es gibt keinen Grund, sich... Du gehst dorthin, welche Arbeit auch immer zu tun ist, tu es. Mach dein Sadhana. Sei mit den Menschen, der noch lebt. Hör auf zu versuchen, mit den Toten zu sein. Sei einfach bei deinem Großvater, der noch lebt. Tu dein Bestes für ihn, denn auch er wird sterben. Ich wünsche ihm nicht den Tod. Er wird auch sterben, nicht wahr? Wenn du also für eine kurze Zeit mit ihm zusammen bist, gib einfach dein Bestes. Sieh zu, wie du dein Leben und sein Leben in den wenigen Momenten, in denen du da bist, bereichern kannst, anstatt alle möglichen fantasievollen Dinge mit deiner Großmutter zu tun. Deine Angelegenheit mit der Großmutter ist vorbei. Es ist also nicht ihre Sache, zu kommen und in ihren Schrank zu schauen. Es ist nur so, dass ein gewisses Restelement in den Kleidern steckt, die den Menschen gehört haben. Schau, für all diese Dinge wurde in Indien gesorgt. Die Menschen verstanden diese Dinge als einen normalen Vorgang. Nicht verwirklichte Wesen, normale Menschen. Es ist so sehr in der Kultur verankert, dass, wenn ein Mensch stirbt, alle Kleidungsstücke, die mit dem Körper dieser Person in Berührung waren und die zu sehr mit dem Körper dieser Person in Berührung waren,
Diese Kleidungsstücke werden alle verbrannt. Sie werden niemals aufbewahrt. Nur Kleidung, die diese Person gelegentlich getragen hat, solche Dinge werden nur an einen Blutsverwandten verschenkt. An niemanden sonst. An eine Tochter, eine Enkelin oder einen Sohn oder so jemanden. Und auch diese solltest du das erste Jahr nicht tragen. Bis der erste Jahrestag, der Todestag eintritt, solltest du jene Kleidung nicht tragen. Der Grund für diese Dinge ist, dass, egal wann wir hier sind, egal mit was wir in Kontakt sind, ein gewisser Anteil dieser Energie darin enthalten ist. Wenn du dem eine bestimmte Gelegenheit gibst, fangen diese Kleidungsstücke an, sich seltsam zu verhalten. Deine Großmutter braucht nicht zu kommen. Die Kleidung selbst wird sich seltsam verhalten, weil... Schau, es gibt etwas, das sich Statik nennt. Das erfährst du, wenn du deine Autotür berührst. Es kommt einfach schlagartig. Warum ist das so? Das Auto erzeugt keinen Strom, nicht wahr? Warum passiert das? Why is this happening? Nur in Verbindung mit etwas wird es ein wenig aufgeladen. In ähnlicher Weise wird alles, was in enger Verbindung mit deinem Körper steht, eine bestimmte Menge dieser Eigenschaften erhalten. Weißt du, wie Okkultes durchgeführt wird? Sie wollen dir Schaden zufügen. Weißt du, was sie tun? Das Erste, was sie tun, ist, deine Unterwäsche oder Haare zu nehmen. Wenn sie einen Bestandteil des Körpers erwischen können, ja. Deine Haare oder Nägel, dann ist das sehr gut. Das ist ein Teil deines Körpers. Wenn sie das nicht bekommen können, werden sie als Erstes auf Kleidung, die mit deinem Körper in Kontakt ist, aus sein. Als Erstes wird deine Unterwäsche fehlen. Wirklich? Die Menschen in Indien sind sehr vorsichtig. Sie achten immer darauf, dass die Unterwäsche nicht nach draußen gebracht wird. Denn wenn eine Unterwäsche verschwindet, wird in großem Stil nachgeforscht, was passiert ist. Denn sie wollen nicht, dass jemand, ein unfreundlicher Mensch, der eine Feindschaft dir gegenüber hat, sie mitnimmt. Vor allem ungewaschene Kleidung wird in unserem Haushalt mit großer Sorgfalt behandelt. Heutzutage wird alles weggegeben, weil wir es einfach an einen Dobi oder, du weißt schon, den Waschmann geben, der es nimmt und so weiter. Ansonsten ist es in unseren Häusern traditionell so, dass sich sehr darum gekümmert wird. Es wird alles in einem geschlossenen Korb gelegt, jemand im Haus, der weiß, es muss gewaschen werden. Es sollte nie nach draußen gebracht werden, denn wenn sie einen Körperbestandteil nehmen können, if they can take a body part, like wie Haare oder diese Sache, dann ist das etwas anderes. Aber nur mit dieser Kleidung können sie dir Dinge antun, weil es eine bestimmte Menge deiner Eigenschaft trägt. Sogar wenn ein Mensch stirbt, verhält es sich so. Und das kann ein wenig aufbrechen, wenn eine bestimmte Art von Energie vorhanden ist. Dieser Aspekt kann aufbrechen. Es gab Fälle, ich weiß nicht, ob ich das näher ausführen sollte. Ihr habt Interesse an gruseligen Geschichten. There have been instances where, es hat Fälle gegeben, wo jemand gestorben ist und wie sie das gerade beschreibt. Tatsächlich bewegen sich die Dinge. Besonders die Dinge, die sie selbst intensiv genutzt haben. Die Dinge bewegen sich einfach von selbst hin und her, in den unmittelbaren Tagen nach dem Tod des Menschen. Dieser Mensch kommt nicht und bewegt nichts. Es ist nur, dass jegliche Energie, die damit verbunden war, sich irgendwie zurückzieht. In dem Rückzugsprozess wird es ein wenig zusätzliche Bewegung geben. Schau, jetzt läuft ein Motor im stehenden Auto, ohne dass es zu viele Vibrationen gibt. Wenn du ihn ausschaltest, wenn er gerade daran ist, abzusterben, merkst du ein kleines zusätzliches Ruckeln im Auto. Hast du das bemerkt? Heutzutage sind die Autos so gebaut, dass du es kaum noch merkst. Aber die älteren Motoren, die du siehst, wenn du sie ausschaltest, es hört auf, eigentlich sollte es zurückgehen, aber so ist es nicht. Beim Wechsel von einem Modus in einen anderen gibt es einen kleinen zusätzlichen Nachklang. Ebenso geht dein Motor aus. Jetzt wird es überall kleine zusätzliche Ruckler geben.
Dieses zusätzliche Ruckeln wird fälschlicherweise für Geister gehalten, die überall herumlaufen. Nein, es geht nicht um irgendeine Geisterwanderung. Es ist nur ein gewisser Rückzug von Energie, dass einige Dinge passieren können. Nicht unbedingt jedes Mal. Viele Dinge bilden sich die Menschen ein. Es kann passieren. Es passiert. Um sicherzustellen, dass all diese Dinge bereinigt werden, werden wir, wenn ein Mensch heute stirbt, nach 3 Tagen eine Prozedur durchführen. Am 11. Tag werden wir eine andere Art von Prozedur durchführen. Am 13. Tag werden wir eine andere Prozedur durchführen. Am 40. werden wir wieder eine andere Prozedur durchführen. All das soll sicherstellen, dass keine Rückstände von dieser Person übrig bleiben, damit die Toten verpackt und verschickt werden können. Die Lebenden können ihr Leben fortsetzen. Wenn sich die Lebenden mit den Toten einlassen, werden sie ihr Leben in vielerlei Hinsicht verlieren. All dieses Gespenstische ist irgendwie faszinierend. Aber es kann dein Leben auf so viele verschiedene Arten aufbrauchen. Auf viele Arten. Auf Arten, die du jetzt nicht verstehen wirst. Und auf Arten, die nicht sehr angenehm sein müssen. Es kann dein Leben komplett aufbrauchen, dein Involviertsein mit den Toten. Das bedeutet nicht, dass dort jemand sitzt, der versucht, dir das Leben auszusaugen. Nein, nur das Involviertsein mit den Toten kann das bewirken. Solange du nicht ausreichend etabliert bist und ein gewisses Maß an Fähigkeiten besitzt, solltest du dich nicht in diese Richtung orientieren. Es ist nicht notwendig.